Hallo, Woche 4, letzte Woche bei den Christmas Deals von Games Planet und wie immer zum Wochenbeginn von mir, Writing Bull, für euch, die ihr so ähnlich tickt wie ich, die ihr Fans seid von Strategiespielen, von Aufbauspielen, von Citybildern, von Rollenspielen mit Rundentaktikkämpfen und anderen schönen Spielen mit schönen Spielwelten und schönen Herausforderungen, schön kniffligen Spielen. Was sind da die Versionen und die Titel, die besonders empfehlenswert wären? Und wie immer nicht nur kauft das, sondern auch Achtung, diese Version vielleicht gar nicht und dieses Spiel taugt was für Leute, die so und so ticken, aber diese und jene, die hätten da keinen Gefallen dran in dieser Art. Das ist der Überblick über aus meiner persönlichen Auswahl von über 500 Titeln, die in dieser Woche bis vom 13.12. bis zum Ende der Christmas Deals diejenigen sind, die in den nächsten 7 Tagen die attraktivsten sind. Werbevideo, das Wörtchen in der Ecke, deshalb, weil ich dabei mitverdiene, wenn ihr über den Link, den in der Textbeschreibung auf YouTube findet, darüber einkaufen und shoppen geht. Wir fangen an mit Age of Empires Definitive Edition, das allererste Age of Empires, aufgehübscht, jetzt auch auf großen Monitoren, schön spielbar und bei der Bedienung und anderen Sachen behutsam angepasst. Es gibt Age of Empires und den zweiten Teil in der Definitive Edition, Age of Empires 2. Die sind jeweils etwas jünger, weil etwas später in der Definitive Edition erschienen und deshalb ist der Rabatt auch nicht gleich hoch. Das geht bis zu Age of Empires 3. Der erste Teil spielt in der Antike, Griechenland, Rom und so weiter. Der zweite Teil im Mittelalter und der dritte Teil in der beginnenden Kolonialzeit, also als die Europäer begonnen haben, in der neuen Welt Schätze zu rauben und die Menschen doch zu unterjochen. Es gibt außerdem noch natürlich immer Age of Empires 4 mit nur 10% Rabatt, ist auch nicht Teil der Christmas Deals. Es gibt, Achtung, erste Kaufwarnung von mir, diese Version hier, Age of Empires Anthology, die auf den ersten Blick so aussieht, als könnte sie richtig preiswert, ist aber Finger weg, nicht kaufen, macht gar keinen Sinn. Drin enthalten sind die Definitive Editions der ersten 3 Teile plus das Age of Empires 4. Wenn man die einzeln kaufen würde zu den aktuellen Preisen, ist das über 10 Euro billiger als diese Anthology-Version, die genau diese Spielinhalte bundelt und gemeinsam enthält. Es gibt nicht den geringsten Grund, diese Anthologie-Ausgabe zu kaufen, es sei denn, man möchte Geld aus dem Fenster werfen, was ihr vielleicht nicht möchtet. Das Besondere an diesen Definitive Editions ist bei den meisten Editionen nicht nur, dass die halt jetzt auf großen Bildschirmen gut dargestellt werden, dass die Grafiken gründlich überarbeitet und angepasst worden sind auf die großen Auflösungen jetzt, sondern vielfach sind auch kleine Verbesserungen, teilweise auch extra Content, neue Missionen dazugekommen in diesen Versionen. Dann geht es weiter mit Northgard. Das ist das letzte Spiel von Shiro Games, den Machern von War Tales, dem Open-World-Söldner-Strategiespiel, das ich im Augenblick rauf und runter zeige bei mir auf YouTube und auch auf Twitch. Northgard spielt in einer mittelalterlichen Welt mit leichten Fantasy-Einschlägen in einer Welt der Wikinger, wo man in Echtzeit auf einer solchen Karte, die in Regionen unterteilt ist, Region vor Region durchmarschiert und die erobert, besetzt und mit mythologischen Gestalten da oft zu tun hat. Also mit Kreaturen, mit Bestien, mit Monstern aus der Sagenwelt der Wikinger. Das heißt, solche Bestien, wie die damals auch geglaubt haben, dass es sie wirklich gab. Das heißt, hätten die damals dieses Spiel gespielt, würden die Figuren, die dort auftreten, gar nicht als Fantasy betrachten. Nur die Tatsache, dass es Computer gibt und was man darauf machen kann. Das Besondere ist, dass es gibt auch Jahreszeitenwechsel. Im Winter ist das Leben hart. Dort kann es sein, dass ein Hungersnöte packen, wenn man nicht gut vorgesorgt hat durch Nahrungsgewinnung im Sommer. Man hat gar nicht so unglaublich viele Figuren, die herumlaufen. Jedem einzelnen Bürger oder Kämpfer gibt man bestimmte Jobs halt. Und es ist zwar Echtzeit, es ist auch nicht pausierbar, aber es ist selten furchtbar stressig. Man kommt eigentlich ganz gut durch. Es ist grafisch hübsch gemacht und technisch sauber umgesetzt, hat nicht umsonst viele gute Rezensionen bekommen. Northgard 61% runter, 11 Euro knapp. Es gibt eine ganze Reihe von DLCs, die auch verbilligt sind. Die sind auch tatsächlich relevant fürs Spiel, weil die neue spielbare Clans geben. Und Clans haben jeweils ihr eigenes Set von Boni, von Bonussen im Spiel und ihrer individuellen Spielmechaniken quasi drumherum. Das heißt, der Wiederspielwert des Grundspiels wird signifikant erhöht mit jedem einzelnen DLC, die man sich holt. Die kosten jetzt etwas mehr als 2 Euro nur pro Stück.
Zum Beginn kann man aber auch einfach das Grundspiel spielen, hat er auch eine ganze Weile seine Freude mit. Aber pro War Tales immer noch rabattiert bei uns. Das ist die Übersichtsseite über unsere Community-Gutscheincodes bei GamesPlanet zum heutigen Stand, 13.12. Viele der Spiele, der Gutscheincodes, die wir haben, laufen aus am 19.12., also in der Laufzeit, wo dieses Video hier auch noch aktuell ist. Das betrifft auch War Tales. Deshalb zeige ich das jetzt noch. Ein deutlicher Rabatt mit unserem Community-Gutscheincode. Die Sammelliste auf diese Codes, die man halt eingibt, wenn man an die Kasse geht, und dann kann man sich den Endpreis anzeigen lassen. Diese Sammelseite, diesen Thread, verlinke ich in der Textbeschreibung auf YouTube. Den Link findet ihr direkt hier drunter. Ja, ein kurzer Blick über die anderen Community-Codes, seit kurzem auch für Expeditions Rom. Das erscheinen wird am 20. Januar des kommenden Jahres. Einen sehr obskuren Rabattgutschein, der auf den sehr geistreichen Namen Budus Rabattus hört. Lasst uns nicht länger darüber diskutieren. Das ist halt das neueste Expedition-Spiel mit einer großen Spielwelt im alten Rom, Rollenspielelementen und Rundentaktikkämpfen. Vorgänger waren schon gut und auf das Spiel freue ich mich sehr. Shadow Tactics Blades of the Shogun, immer noch das Standalone-Add-on mit Community-Gutscheincodes. Dann das neue Resus und Memnon DLC für Troja, A Total War Saga Troja. Und Hearts of Iron 4, das Add-on, kürzlich erschienen, No Step Back, Stellaris Aquatis Species Pack, der letzte DLC, Gladius, Warhammer 40k Gladius Adeptus Mechanicus, der neueste DLC, neu spielbare Fraktion für Warhammer 40k Gladius, dieses Sith-Spiel im Warhammer 40k Universum und das demnächst, neu im nächsten Jahr erscheine, Total War Warhammer 3. Die alle haben solche Rabattgutscheine. Zurück zu den Christmas Deals. Endzone, World Apart, Echtzeitstrategie und Citybuilder-Spiel in der Post-Org-Apokalypse. Ein riesiger Steam-Erfolg. Made in Germany, 43% runter. 17 Euro bleiben runter. Rauf und runter habe ich es euch gezeigt. Oft zusammen mit den super netten Entwicklern von Gently Mad und deren Publisher Assemble Entertainment. Grafisch sieht das echt sehr, sehr stimmungsvoll aus. Man klettert halt aus dem Untergrund, aus Bunkern, in denen man sich nach einer nuklearen Katastrophe verbarrikadiert hatte, raus an die Oberfläche, in eine verstrahlte Welt und baut allmählich eine kleine Siedlung auf, macht Expeditionen, komplexes Spiel. Komplex, schön, fordernd. Es gibt viele Szenarien mittlerweile auch. Bergbau, Holz, jeder Person, der weiß man einen Beruf zu. Also nicht den Personen, sondern man weist eine Anzahl von Bürgern in Berufe zu und die KI verteilt die dann recht clever auch Friedhöfe, falls mal irgendwas schief geht. Spiel ist echt hübsch. Es gibt mittlerweile auch ein Add-on, das allererste, das hört auf den Namen Prosperity Wohlstand. Das betrifft Mid- und Endgame, ist da auch interessant, liefert neu spielbare Szenarien auch, außerhalb des normalen Endlosspielmodus, das auf Zufallskarten basiert und liefert neue Warentypen und Produktionsketten ab Mid-Game und später. Kostet nur 22% runter, war kürzlich erst erschienen, braucht man als Einsteiger nicht, da genügt das Grundspiel völlig aus. Nächstes Spiel, Endzone World of Prosperity, hatten wir Elven Colony. Das ist schon ein bisschen älter, 7 Euro, das ist qualitativ nicht vergleichbar mit den Citybuildern, dem Citybuilder, den ich euch gerade vorgestellt habe. Ist auch ein Städteaufbauspiel in einer Science-Fiction-Welt, diesmal auf fremden Planeten, nicht auf der Erde. Lebensfeindlicher Umgebung, auch teilweise ein paar Alien-Kreaturen, die kommen und einen attackieren, vor denen man sich schützen muss. Man baut unter einer Kuppel eine Stadt auf, die man allmählich modular erweitert, betreibt Wirtschaft, macht seine Bevölkerung zufrieden, sorgt für Sauerstoff und so weiter. Das sieht auf den ersten Blick bezaubernd aus und nach einem Must-Have und das muss ich spielen, aber das Spiel hat einen sehr geringen Wiederspielwert. Es hat zwar eine Fülle von Missionen, aber man hat im Prinzip nach einigen wenigen Missionen beinahe den gesamten Spielumfang schon entdeckt und deshalb spielen viele Leute das gar nicht so lange. Das ist der einzige richtige Nachteil bei Elven Colony. Aber den Preis von 7 Euro, da kann man ja schon mal 2, 3, 4 Abende mit verbringen. Das ist völlig okay. Dann nächstes Spiel, Before We Leave, habe ich drin, obwohl ich selber ein bisschen mit fremdele, weil es gerade mich gar nicht in der Stimmung erwischt, in der ich im Augenblick bin. Das ist auch ein Citybuilder auf sehr knappem Raum, eine Mischung von Städteaufbau und Puzzle, weil man hat sehr wenig Raum, Hexfelder, man platziert die einzelnen Gebäude dort, kleine, wuselige, süße Gestalten, wetzen herum und betreiben Wirtschaft und sammeln Ressourcen ein und so weiter.
Die Kunst besteht darin, dass man diese Gebäude auf der Karte so geschickt nebeneinander platziert und noch Wege zwischendurch hat, wo die Leute herumwuseln können, dass möglichst viele Nachbarschaftsboni abgegriffen werden können. Das ist die einzige richtige Herausforderung, dass man auf begrenztem Platz gut tüfteln und platzieren muss. Ansonsten ist das Spiel, hat es keinen sehr großen Schwierigkeitsgrad und der Spiel und der Wiederspielwert ist auch nicht so riesengroß. Ist aber sehr knuffig und sehr tiefenentspannt. Kostet jetzt nur 10 €, Hälfte geht ungefähr runter. Dann Frostpunk, wir bleiben bei Citybuildern. Das ist dagegen ein überhaupt nicht kuscheliges Spiel, weiß Gott nicht. Spielt in einer alternativen Zeitlinie, so Mitte des letzten Jahrhunderts, in einer Welt, in der die Welt halt erkaltet ist und die Menschen in Großbritannien flüchten Richtung Norden, Richtung Schottland und dort einen solchen Verbrennungsofen, einen Kohlegenerator entdecken in einem kleinen Tal, wo man halbwegs geschützt ist vor den Unbilden der Kälte und des Wetters. Dort kommen Flüchtlinge her, man kann auch Flüchtlinge einsammeln von der Umgebung, schickt sie in verschiedene Gebäude, die man baut, ständig Ressourcenmangel mit Kohle, mit Holz, grafisch sehr hübsch gemacht, ein grausames Spiel, was die taktischen, moralischen Entscheidungen trifft, die man machen muss. Übrigens alle Spiele hier, die ich vorstelle, auch auf Deutsch. Lasst euch nicht irritieren, wenn in den Vorschau-Screenshots etwas Englisches zu sehen ist. Wäre das Spiel nur auf Englisch verfügbar, würde ich es euch sagen. Viele knifflige moralische Entscheidungen. Man kann nicht immer alle Leute, die man gerne retten möchte, nach dem Retten auch durchfüttern. Es ist ein grausames Spiel. Es gibt viele Let's Plays bei mir. Ich habe das Grundspiel gespielt und auch die meisten der Add-ons und wir hatten viel Freude dran. Sehr stimmungsvolles Spiel. Wiederspielwert, weil vieles geskriptet wird, sehr gering, aber ein wirklich exzellentes Spielerlebnis. Kostet 74% runter, nur 7,77. Macht man, wenn man ein Freund dieses Genres ist, macht man mit zu dem Preis, mit diesem Spiel, das mehrfach preisgekrönt worden ist, definitiv nichts falsch. Es gibt andere Versionen und es gibt Add-ons. Es gibt den Season Pass für drei, weitestgehend für drei größere Erweiterungen. Da gehen 49% runter, 12,50. Und es gibt die Game of the Year Edition, die ich in dem Fall, dass ihr alles kaufen wolltet, euch auch empfehlen würde, weil die Summe von Season Pass und vom Grundspiel insgesamt, das ist der Inhalt der Game of the Year Edition, weil das halt im Vergleich dazu ja etwas geringfügig preiswerter ist, knapp 19 €. Was die DLCs bringen, sind neue Karten, neue Szenarien, also quasi. Da das Spiel sehr geskriptet ist, kann man dann wirklich mit den bestehenden Spielelementen auf anderen Karten, mit einer anderen Story, mit einer neuen Herausforderung wieder neu spielen, ohne dass es langweilig wird. Insofern, wenn man das Grundspiel hat und das Spiel mag, sind diese DLCs wirklich eine kluge Ergänzung. Partisan ist 1941 kürzlich erschienen. Spiel von osteuropäischen Entwicklern und von Deutsch in Deutschland gepublished von Dedelic. Er ist so eine Art Desperados 3, nur im Zweiten Weltkrieg und in düster, weil man halt auf der Seite einer Widerstandsgruppe in Osteuropa kämpft gegen die Wehrmacht und gegen die Nazis, deren Besatzung und deren Verbrechen. Das, hier seht ihr im Bild schon, denn das Einzige, was mir echt nicht so gut gefällt bei dem Spiel, die Inventarverwaltung ist wirklich sehr, sehr mühselig. Die Leute benutzen unterschiedliche Munitionen teilweise auch, je nachdem, welche Waffen sie benutzen, was man da hin und her puzzeln muss. Ich habe jetzt nicht verfolgt, wie durch Updates und Patches das Spiel verändert worden ist. Vielleicht ist da auch was verbessert worden, aber zum Release war das ein bisschen knifflig. Aber es ist halt ein Spiel mit sehr schönen Missionen, wo man halt hindurchläuft auf solchen düsteren Karten in Desperados 3 Manier, wo man eine kleine Gruppe von Leuten hat, die halt vorgeht und versucht zu schleichen, sich der Möglichkeit nicht erwischen zu lassen und einzelne Leute ausschaltet. Das ist Partisans 1941, ein Geschichtsspiel aus dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt Back into Battle. Das ist ein vergleichsweise preiswerter DLC für, jetzt reduziert, nur 5 € für das Spiel. Und der liefert im Kern, also eine ganze Reihe von verschiedenen Ergänzungen sind da drin enthalten. Das Wichtigste sind zwei Sachen. Das eine ist ein sogenannter Missionsmodus, wo man fünf Karten, die es schon gab in der Kampagne, die man im Grundspiel gespielt hat, jetzt auch einzeln spielen kann und sieben neue Karten, die dazukommen. Und die kann man im Missionsmodus spielen. Da kann man sich einstellen, mit welchen Leuten man da reingehen will. Man kann sich also frei zusammensetzen,
wie man das angehen möchte. Das ist vielleicht vergleichbar mit einem Skirmish-Modus bei anderen Spielen. Zweite neue Sache ist ein, so nennen die das, ein heroischer Verteidigungsmodus. Also kennt man ja von solchen Spielen. Man startet mit einer kleinen Gruppe in der Mitte und dann kommen Wellen von Gegnern, die heranbranden und man versucht so lange durchzuhalten, wie es geht mit knappen Ressourcen. Dann gibt es eine Sammelversion für beides, gibt es nicht. Dann gibt es Hearts of Iron 4. Wir bleiben mal beim Thema Zweiter Weltkrieg. In der Cadet Edition ist das die Grundversion quasi von Paradox. Auf einem historischen korrekten Globus, wie er war, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, kann man jede beliebige Macht übernehmen und steuern und führen, kann sehr komplex sich um Nachschub kümmern, kann Gegner flankieren, vorrücken, Forschung betreiben, Bündnisse schließen, Diplomatie, super komplexes Spiel. Hearts of Iron 4, Grafik, wie bei den meisten Paradox Großstrategiespielen eher zweckmäßig als bildhübsch. Sehr viel Daten und Tabellen und Dinge, die man sich angucken muss. Spiel ist noch nicht so gut erklärend wie zum Beispiel das letzte Crusader Kings, was deutlich mehr Einsteigerfreundlichkeit gebracht hat. Alle Spiele vorher, die es gab bei Paradox dieser Art, leiden leider darunter, dass sie für Einsteiger nicht so gut erklärbar sind. Kann man sehr, sehr viel Zeit mit verbringen. Kostet jetzt 76% runter, nur ein Viertel des Standardpreises, knapp 10 Euro. Es gibt eine Flut von DLCs, die unterschiedlich teuer sind, weil unterschiedlich und umfangreich. Es gibt keine Version, in der man alles bekommt. Es entstehen ja auch immer noch weiter und weiter neue DLCs. Aber als Einsteiger habt ihr in der Grundversion genug zu entdecken. Dann Sudden Strike 4. Wir bleiben ein letztes Mal im Zweiten Weltkrieg mit dem dritten Spiel, das dort spielt. Das ist ein Spiel von Calypso Media und es ist ein Echtzeit-Taktikspiel, wo man halt im Zweiten Weltkrieg auf bestimmte Schlachten oder bestimmte Vorstöße nachspielt auf Seiten der Alliierten, vorrückt und mit Panzern, mit Fußsoldaten, auch die Landung in der Normandie ist auch mit dabei, vorzurücken und die Deutschen halt zurückzudrängen, vornehmlich gegen Ende des Krieges. Spiel ist handwerklich gut gemacht und es gibt auch hier eine ganze Reihe von DLCs dazu. Und es gibt eine Complete Collection, die habe ich mir vorher gar nicht angeschaut, mal schauen, was da drin ist. Hier drin enthalten sind 5 DLCs, das sind diese hier, 1, 2, 3, 4, 5. Mal gucken, ob das alle sind, die es im Augenblick auch schon gibt. Sieht danach aus. Und dann könnte man mal alles addieren und gucken, also ich denke mal, das ist dann billiger, ne? Ja, sieht auf den ersten Blick, ohne im Detail nachzurechnen, billiger aus als die Summe dessen. Könnt ihr euch auch selber nochmal angucken. Als Einsteiger braucht man das nicht dringend. Diese DLCs liefern halt neue Karten, neue Missionen, aber ihr könnt auch einfach euch das Grundspiel holen und dann damit ein bisschen spielen. Dann Spellforce 3 Reforced und das ist jetzt eine hübsche Geschichte, die ich euch gerne erzählen würde. Vom Scheitern und vom heroischen Aufstehen. Ein von einem Publisher und von einem Entwicklerstudio, eine Geschichte, die mir echt Respekt abnötigt. Denn als Spellforce 3 rauskam, ne, Mischung von Rollenspiel und von Rollenspiel und von Kämpfen einer kleinen Heldengruppe, so wie man das kennt bei Rollenspielen halt. Von oben blickt man auf die Spielwelt drauf, hat eine kleine Gruppe von Helden, mit denen man so Kämpfe durchführt. Aber eine Mischung davon und von Spielelementen, die so mehr Echtzeitstrategie sind, wo man auch Basen bauen kann und Forschung betreiben kann. Manche Missionen hat man mehr die Heldengruppe in dieser Fantasy-Welt, manche Missionen mehr den Basenbau, manchmal gehen die fließend ineinander über. Das ist ein cooler Hybrid, eine coole Mischung von diesen beiden Spielmechaniken. Das wirkt auch nicht aufgesetzt, das ist sehr gut integriert und hat eine zauberhafte deutsche Synchronisation, ist super schön inszeniert, tolle Dialoge. Mittlerweile ein handwerklich sehr gut gemachtes Spiel, aber beim Release verbuggt. Ganz krass, vor allem ganz schlimme Bugs waren dabei. Solche, wo man das Spiel wirklich nicht gescheit weiterspielen konnte und das war schon sehr, sehr krass. Aber, und die Entwickler sind damals zu Recht, haben viel Kritik auf sich ziehen müssen, auch der Publisher THQ Nordic, aber, und das ist die positive Wendung jetzt der Geschichte, die haben das Projekt nicht beerdigt, sondern die haben, egal ob sich das jetzt wirtschaftlich unterm Strich lohnt oder nicht, sich durchgearbeitet, haben das Spiel komplett überarbeitet, verbessert, haben alles rausgemacht, was sie gefunden haben, haben danach zwei coole und preis
Werte Standalone-Add-ons rausgebracht mit Fallen God und mit Soul Harvest, beide auch rabattiert hier, beide auch relativ billig. Eigenständig spielbare Erweiterungen, für die man das Grundspiel nicht braucht, und haben jetzt sogar, um das noch zu krönen, diese Reforced-Version rausgeliefert für Spellforce 3. Spellforce 3 in der alten Version kann man zum Release kann man gar nicht mehr kaufen, die heißt jetzt automatisch Reforced-Version und da sind viele der Spielverbesserungen, die die Entwickler in den Standalone-Add-ons eingeführt haben, jetzt nachträglich auch eingeführt, kostenlos bei Spellforce 3. Das heißt, die haben nachgearbeitet, haben jetzt diese neue Version rausgebracht und selbst die ist jetzt rabattiert, wo die neue Version gerade erst erschienen ist bei GamesPlanet, 78% runter, 9 Euro. Das ist, Fehler darf man machen, man muss nur danach gut damit umgehen und das nötigt mir echt Respekt ab. Deutsches Studio übrigens, das dahinter steht und mit THQ Nordic ein österreichisch-schwedischer Entwickler. Dann Port Royal 4, komplett made in Germany, Calypso Media und Gaming Minds in Gütersloh. Und das ist ein Wirtschaftsaufbau- und Transportspiel. Mehr Transport als der Rest, aber auch Aufbau, auch ein bisschen Städteaufbau, wo man in der Hochzeit der Piraten in der Karibik unterwegs ist. Die Karte ist, hat feste Standorte für die verschiedenen Städte. Es gibt 4 Fraktionen. Engländer, Niederländer und so weiter, Spanier, Franzosen, wie man das kennt aus der Zeit. Und man sucht sich halt eine Startstadt aus und betreibt dann Handel, guckt, was wird bei mir produziert, was ist billig, was kann ich billig einkaufen, was kann ich woanders teuer verkaufen, etabliert auch halbautomatische oder automatische Handelsrouten, packt seine Schiffe zu Konvois zusammen, trifft irgendwann auf Piraten, muss sich gegen die auch zur Wehr setzen. Hat auch viele kleinere Missionen, die man machen kann. Es gibt ein Wind- und Wettersystem und Rundentaktikkämpfe für seine Schiffe. Port Royal 4, 40% runter, 24 Euro bleiben. In den Städten selber kann man auf Hexfeldern auch einzelne Gebäude drauf platzieren, Produktionsgebäude und auch andere, die sich Boni geben gegenseitig, wenn man die geschickt platziert. Erinnert ein bisschen an das Bezirkssystem bei Civilization 6 beispielsweise. Spiel gefällt mir gut, hatten wir auch gestreamt, auch mit Entwicklern gemeinsam. Es gibt noch die Extended Edition von Port Royal 4, das ist diese hier. Da drin enthalten sind aber nur weitestgehend kosmetische Geschichten. Also alles, was da neu dazugekommen ist, muss man nicht unbedingt haben. Bei Port Royal 4 ist auch nur geringfügig teurer. Und es gibt das hier. Es gibt Buccaneers, die Buccaniere. Das ist das erste Add-on. Und das setzt voll auf Militär. Man kann es auch als Freibeuter komplett spielen. Das wird einem regelrecht nahegelegt. Wird man reingeschubst und kann dann eine Freibeuterkarriere machen. Kann fremde Städte erobern. Kann die seinem eigenen kleinen autonomen Reich hinzufügen. Muss natürlich auch alles verteidigen. Kann andere Schiffe noch mehr angreifen. Und also konnte man vorher auch schon. Aber das Ganze wird jetzt betont und ist eine gleichwertige Spielalternative im Vergleich zu Handeln und friedlich spielen. Das sind die Buccaneers hier. Neue Spielziele, neue Missionen, eigene Städte im Piratenlook, annektiere Städte anderer Nationen und so weiter und so fort. Kostet echt preiswert, jetzt reduziert nur 3 Euro. Das ist ein Schnäppchen. Dann Transport Viva 2, ein Transportspiel von Schweizer Entwicklern. Riesiger Markterfolg und handwerklich sehr schön gemacht. Hatten wir auch oft gezeigt, wo man halt auf Zufallskarten mit allen Verkehrsmitteln, die es so gibt, mit historischen Dampflokomotiven, Lokomotiven, mit modernen Loks, mit E-Loks, mit Straßenbahnen, mit Bussen, mit Schiffen, mit Flugzeugen. Es ist alles da. Nur Jetpacks, die gibt es glaube ich nicht. Mit denen kann man halt auf Zufallskarten Städte miteinander verbinden. Einziger Wermutstropfen im Vergleich zum Beispiel zu anderen Spielen, dass man hier nicht selber Produktionsgebäude setzen kann, sondern man muss mit denen arbeiten, die es gibt und dass der Warenreichtum, die Warenvielfalt auch begrenzt ist. Also es ist mehr ein Spiel, das davon lebt, wie viele naturgetreu, originalgetreu nachgemachte Verkehrsmittel es gibt und dass man so rumtüftelt an den guten Verbindungen und man kann auch mitfahren, kann also quasi so sich draufsetzen, mitfahren, durch die Landschaft gleiten. Das sind wunderschöne Ausblicke, die dabei entstehen. Also ist ein schönes Spiel. Man darf nur kein Aufbauspiel erwarten. Es ist eine Transportsimulation, ein Wirtschaftsspiel. Dann Little Big Workshop, 40% runter. Das ist ein Spiel aus Schweden, von einem kleinen schwedischen Studio. Und es ist ganz süß und putzig. Es ist ein Wirtschaftsspiel, das quasi auf diesem Tisch spielt. Ein kleiner Tisch irgendwo bei jemandem
in der Arbeitskammer oder im Hobbykeller oder wie auch immer. Und da wuseln dann so kleine Figuren rum auf diesem Zeichenpapier. Und da machen wir halt diesen Little Big Workshop. Das sind so kleine Zwerge, Gartenzwerge, keine Ahnung, wie die sich selber nennen. Kleine Männchen, kleine Frauen, die herumlaufen und Produkte herstellen und die an Spielwarenhändler und andere verkaufen. Auf den ersten Blick ein Kinderspiel, auf den zweiten Blick nicht, weil man sehr allmählich immer komplexere Zusammenhänge baut, was man wo herstellt und wohin bringt. Qualitätsstufen müssen passen und kombinieren. Man kann das Ganze auch planen auf so. Man baut das allmählich auf. Man muss auch dafür sorgen, dass den Leuten gut geht, dass sie sich immer entspannen, dass nicht zu so viel Stress herrscht, dass es nicht zu laut ist. Und das ist eine dieser Blaupausen. Das ist alles für ein Produkt am Ende des Spiels. Da werden die immer komplizierter und dann hat man unter Umständen so riesige Werkbankketten und Produktionsketten, damit ein einziges Produkt dabei entsteht. Dennoch ist der Wiederspielwert begrenzt. Man hat nach 1, 2, 3 Durchläufen eigentlich alles gesehen. Deshalb war das Spiel zum Release auch nicht so teuer und kostet jetzt nur noch 12 Euro. Dann Worms Revolution. Ja, hatten wir kürzlich im Multiplayer-Match Community Stream bei mir auf Twitch und auf YouTube gibt es ja jetzt auch die Aufzeichnung davon. Das ist ein alter Worms-Teil, also mit Comic-Würmern aufeinander ballern. Und kann man auch gegen die KI machen, kann man auch beim Multiplayer machen. Bei uns im Community-Forum findet man problemlos auch Mitspieler, mit denen man sich dann auf Teamspeak treffen, miteinander plaudern und dann gegeneinander antreten kann. Super spaßig, super lustig und viele Slapstick-Elemente. Es gibt auch neuere Worms-Versionen, aber das ist das, was wir immer spielen. 3 Euro. Ihr könnt es euch auch auf Vorrat kaufen und sagen, hey, beim nächsten Mal will ich vielleicht mal mitspielen bei so einem Community-Multiplayer. Dann Destroy All Humans, ja, zum Schluss 2 Spiele will ich euch gerne zeigen, die keine Strategiespiele sind. Der zweite Teil erscheint im nächsten Jahr und das ist eine Satire auf die Alien-Invasionsängste in den USA in den 50er Jahren, vornehmlich vielleicht noch zu Beginn der 60er. Hier spielt man halt einen solchen Alien, der aus der Außenwelt kommt, der in den USA landet und sich in den Kopf setzt, einfach den Planeten zu unterjochen, Menschen umzubringen und man ballert viel rum. Es ist ein Ballerspiel. Viel sehr cooler Humor da drin, viel bitterböser Humor auch und viele Ballereien. Ist ein bisschen hektisch bisweilen, also nicht so zum gemütlich durchklicken, ist halt Echtzeit und ein bisschen rumballern. 70% runter, 9 Euro bleiben übrig und letzte Empfehlung, Trüberbrook. Wie bitte? Trüberbrook. Das ist ein Spiel, das hatte ich euch auch gezeigt, zusammen mit den Entwicklern. Das ist auf Puppen. Die haben wirklich alles gebaut. Die haben alles in echt gebaut. Das ist jede Figur, die da auftritt, jeder Hintergrund, der da ist, jeder Raum, der da ist, ist gebaut. Ich hatte die besucht hier in Köln und hatte euch dann so eine dieser Szenerien in die Kamera gehalten, auch die Figuren gezeigt, ne? Und das Ganze ist dann nachträglich digitalisiert. Also es ist ein Computerspiel, aber die haben halt nichts gezeichnet oder per 3D konstruiert in irgendwelchen Programmen, sondern die haben nur alles originalgetreu gebaut mit richtigen Holz und anderen Materialien und das dann digitalisiert und das liefert einen sehr, sehr coolen Look und sieht echt, echt hübsch aus. Schön vertont auch mit prominenten deutschen Sprechern und Moderatorenstimmen und erzählt die Rollenspielgeschichte aus einer Mischung von Heimatroman aus den 50ern und so ein bisschen Akte X und unheimliche Geschichten, Quantenphysik und andere Geschichten. Also jemand fährt in die Provinz in einer so eine kleine Figur, in so völlig entspannte Dorfatmosphäre und erlebt dann so seltsame Science-Fiction-Abenteuer. Man muss ein bisschen auf Sachen klicken, Sachen kombinieren, viele Dialoge durchführen und so weiter und so fort. Spieler hat etliche Auszeichnungen bekommen, 82% runter, 5,50. Vielleicht auch mit Blick auf die Weihnachtszeit nicht uninteressant, falls ihr Familie trefft, Kinder habt, Kinder besucht, wie auch immer, oder ein Kind seid. Das Spiel kann man, da können Erwachsene und Kinder gut zusammenspielen. Das wäre vielleicht sehr spaßig. Ja, das waren die Christmas Deals in diesem Jahr. Der Link drunter, hier in der Textbeschreibung. Ich blende ihn, glaube ich, auch ein. Ich habe einen Button, da kann man, glaube ich, auch draufklicken, dann landet ihr dort auch. Wenn ihr einkauft, landet ein bisschen des Geldes, das ihr ausgebt, bei mir, ohne dass der Kauf für euch teurer wird. Und das war's dieses Jahr bei den Christmas Deals. Danke für eure Unterstützung beim Kaufen und viel Spaß beim Shoppen und selber spielen.